ist los mit dir, Ursch? Oh, zur Stärkung brauche ich jetzt einen Kaffee. Nein, hallo, das ist mein Arm. Mein Arm. Sei doch nicht so egoistisch, Lina. Nee, hol dir deine eigene Tasse. Peter. Wo ist denn Tom? Muss du nicht arbeiten? Ich glaube, der ist wieder eingeschlafen, aber ich wecke die Schlafmütze mal auf. Alles klar. Ich finde, der Kaffee riecht heute richtig gut. Guten Morgen. Guten Morgen, ich habe dir Kaffee gemacht. Oh, du bist so ein Schatz. Oh, bin ich schon mal eingeschlafen? Ja, du bist eingeschlafen. Nein. Möchtest du? Fuck. Nee, danke. Stell's erstmal beiseite. Danke. Du musst aufstehen. Oh, fuck, die Schicht hat so reingehauen am Wochenende. Ich bin am Arsch. Glaube ich dir. Aber ich würde gerade trotzdem das eine oder andere einfallen. Sehr gerne, aber ich hab's wirklich eilig. Ich muss zum Praktikum, Phil holt mich jetzt gleich ab. Und heute steht ein richtig besonderer Tag an. Deswegen muss ich auch schon los und du musst sowieso aufstehen. Ja, ich muss eh auch in die Werkstatt, ja. Hast du schon recht. Also, aufstehen, ansonsten hetze ich Lucy auf dich. Um Gottes Willen, ja. Ich komme. Ist wer wach? Sie ist da. Also, was jetzt passiert dafür, habe ich keine Verantwortung. Aufstehen. Boah, ich habe echt gar keinen Bock auf diesen Scheißtag in der Werkstatt. Aber das kann ich Lina natürlich nicht sagen. Der Tag kann nur beschissen werden. Oh, not today. Hallo. Hi, schön, dass du auch noch mal kommst. Das heißt, schön, dass ich auch noch mal komme. Berufsverkehr? Wir waren vor einer halben Stunde verabredet. Die Stadt ist voll, was soll ich denn machen? Die Stadt ist voll, du hast Chauffeur gespielt. Chauffeur gespielt, ist doch klar, dass ich sie abhole. Sie kommt mit zum Einsatz. Wie, sie kommt mit zum Einsatz? Ja, selbstverständlich, sollen wir was lernen. Ernsthaft jetzt? Ja. Ey, sorry, das ist nichts gegen dich, aber weißt du, wo wir hinfahren? Selbstverständlich, genau. Wir sind hinter einem Zuhälter her, der schickt seine Mädels auf die Straße Drogen verticken. Das ist viel zu gefährlich, da können wir keinen gebrauchen, der uns im Weg rumsteht. Ich kann gut auf sie aufpassen, sehe ich nicht so aus? Oh, ganz echt. Warte mal, ganz kurz mal. Mir wäre das wichtig, dass sie mitkommt, dann lernt sie was, schaut sie das Ganze an und ich passe auf. Ey, sollen wir den Chef mal fragen, was er davon hält? Ey, Phil, ich habe da noch Bürosachen zu machen. Ist das okay? Ja. Gut, dann alles klar, dann dir noch einen schönen Tag. Lass uns einfach fahren. Warum kommst du denn jetzt mit dem Chef? Was soll das? Okay, krass, wie ist die denn bitte drauf? Ich finde es ja echt cool, dass Phil mich zu jedem Einsatz mitnehmen will. Aber ich will bestimmt nicht, dass er seinen Job verliert oder irgendwie Ärger bekommt. Down, down, down. Phil ist schon ewig von seinem Einsatz zurück und sitzt seitdem mit einer Prostituierten im Verhörraum. Ich wäre gern auch dabei. Ist bestimmt mega spannend. Und? Keine Chance. Aus der bekomme ich nichts raus. War mir auch klar, dass die mir nichts sagen wird. Die hat so Angst vor ihrem Zuhälter, der bedroht die Familie. Ja, maximal redet die irgendwie unter ihren Kolleginnen, aber mir als Polizist wird die nichts sagen. Kannst du vergessen. Vielleicht kann ich ja helfen. Was willst du machen? Mich hat die Frau noch nicht gesehen, oder? Gehe ich jetzt nicht von aus, ne? Was, wenn ich mir so ein knappes Outfit hole und du so tust, als würdest du mich auch befragen, dann denkt die wahrscheinlich, dass ich eine von ihr bin und dann vertraut sie sich mir an und plaudert vielleicht. Willst du dich als Prostituierte verkleiden? Ja, ich meine, was soll schon schief gehen? Wir sind hier auf der Wache, du bist da, deine Kollegen sind da, also eigentlich kann da ja nichts passieren. Und vielleicht kriege ich was aus da raus. Ich glaube nicht, das ist keine gute Idee. Nee, wir lassen das. Ist das wegen heute Morgen? Weißt du, ich will dir und deiner Arbeitskollegin da wirklich keinen Stress machen oder irgendwie Ärger. Nee, alles gut, auch sorry nochmal, die ist so ein bisschen schroffer. Kann ich mich auch nur entschuldigen. Wir machen das. Klar, das ist eine gute Idee. Ja, was soll denn passieren? Okay, dann gehe ich jetzt los und hol ein Outfit und dann erzählst du mir alles über den Fall. Ja, Versuch ist es wert, wir machen wir das. Cool. Ja. Okay, dann bis später. Viel Erfolg. Bis später. Rico. Rico, geht's? Ah, was soll der Scheiß? Hat jetzt eine Stunde gedauert. Der Kunde, der wartet da auf die Mappe. Ich hab nur das so lange und Nico, was soll der Scheiß? Ziehst du verkehrt Luft oder was? Bezahle ich den verboten Gänge? Ja, alles okay. Ja, wie alles okay? Pass auf, ruhig. Du unterstützt die Jungs jetzt bei der Arbeit. Ich will hier nichts mehr hören, keine Botengänge, nichts.
Und dann macht ihr euren Job, wofür ihr bezahlt werdet, ja? Ja. Ich habe euch schließlich fürs Arbeiten eingestellt. Ja, ist okay, ja. Chef. Juckt dir die Fresse oder? Machst dich hier so bloß, mein Chef? Was soll ich machen? Du hast doch gesagt, ich soll das Paket holen. Hast du sie nicht mehr? Kannst du mal anfangen. Was ist los mit dir? Hä? Ey, ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. So. Ey, du weißt, wer du bist. Okay. So gut. Fang Gang runter. Gang runter, mein Freund. Was ist los mit dir? Hä? Ja, ey, was ist denn die Schrauben? Ist eine Arbeit, oder nicht? Hä? Ganz ruhig. Ja, ist fang mal Gang runter, okay? Ja. Kannst du aufheben jetzt, wa? Mach den Scheiß sauber. Ey, warum mache ich diesen Scheiß hier eigentlich? Ich würde diesen dummen Job am liebsten hinwerfen. Aber ich habe keinen Bock, vor Lina wieder wie der größte Loser dazustehen. Wenn Sie so freundlich wären und noch mal hier im Moment Platz nehmen würden. Dauert noch lang, weil ich habe Termine. Nein, ich werde mich beeilen. Bin gleich wieder bei Ihnen. Und was machst du hier? Die wollen, dass ich eine Aussage mache gegen meinen Freund, weil die gegen ihn ermitteln. Okay, und was machst du? Und warum? Ja, natürlich mache ich das. Ich mache eine Aussage, ist doch ganz klar. Okay. Hast du denn keine Angst vor den Konsequenzen? Ganz ehrlich, was soll denn noch für Konsequenzen kommen? Ich meine, so wie beschissen mein Leben jetzt gerade ist, schlimmer geht's gar nicht. Okay. Weißt du, jahrelang mache ich diese Scheiße für diesen Typen, lass mich schlagen und behandelt mich einfach wie das letzte Stück Scheiße. Also ich habe Familie und ich möchte die einfach beschützen. Ich habe einen kleinen Sohn und die Polizei hat mir versprochen, dass sie für meine Sicherheit und auch dass sie halt meiner Familie sorgen werden. Ja, also ich stehe vor der selben Entscheidung. Aber ich habe so ein bisschen Angst vor den Konsequenzen, weil ich habe eine kleine Tochter und weiß ich nicht. Ich habe totale Angst, dass da was passiert und dass wir nicht in Ruhe gelassen werden. Aber willst du so weiterleben? Willst du das so weitermachen? Auf jeden Fall nicht. Ja, siehst du. Ich möchte endlich mal ein normales Leben. Und die bieten hier sogar so ein Zeugenschutzprogramm an oder sowas und du bist einfach safe, du bist raus aus der Scheiße, du kannst endlich mal irgendwas mit Perspektive machen. Auch für deine Tochter. Ja. So möchte ich das auch für meinen Sohn. Ja, ich kann dich da verstehen. Ja. Ich bin echt noch am Überlegen, ob ich eine Aussage mache. Aber ich. Ich kann nur für mich sprechen, also ich mach's auf jeden Fall. Die Leute wissen hier, was die machen und ich will einfach nur, dass dieses Schwein endlich seine gerechte Strafe bekommt, weißt du, und dass das alles aufhört. Ich meine, wie viele Mädels arbeiten für den und das muss einfach aufhören. Ja, ich meine, ich kann dich schon verstehen, weil ich habe einfach Angst. Ich habe Angst vor den Konsequenzen und ich habe echt Angst. Na ja. Es wird alles gut gehen, okay? Ja, ich hoffe. Ich hoffe bei dir auch. Und? Was? Sie hat ausgepackt. Wirklich? Ja, wirklich. Wie hast du das gemacht? Also ich kann dir gerne mein Outfit das nächste Mal leihen, wenn du magst. Ah, lieber nicht. Steht dir nicht so. Nee, glaube ich nicht. Aber richtig gut, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, bitte. Auf ein Wort, bitte. Sie bitte auch, Frau Windhoff. Der Fall ist gelöst. Das habe ich wohl vernommen, Herr Ensing. Mhm. Allerdings zu Ihren unkonventionellen Methoden habe ich Ihnen ganz klar etwas zu sagen. Okay. Ja? Die führen zum Erfolg, aber wenn Sie eine Praktikantin reinziehen, dann ist Schluss. Das läuft nicht. Verstehen wir uns? Warte ganz kurz. Wir verstehen uns richtig, aber wie Sie schon gesagt haben, der Erfolg gibt mir recht. Und der Fall lag hier Herr wirklich Ensing, monatelang. Wir verstehen uns nicht. Sie hören zu. Aber ohne. Wir verstehen uns nicht richtig. Damit wir uns jetzt richtig verstehen,
Zum x-ten Mal hat Ihnen der Erfolg den Arsch gerettet. Letzte Minute sozusagen. Ja? Ja. Wenn Sie Frau Windhoff damit reinziehen, Frau Windhoff steht in meiner Verantwortung. Ja, das landet bei mir. Und wenn Sie sowas noch ein einziges Mal machen, sitzen Sie im Keller, falten Formulare bis zum Ende Ihrer Laufbahn. Sie kriegen die Abmahnung. Verstehen wir uns? Ja. Verstanden. Frau Poschert, wir sehen uns. Und Frau Windhoff, Glückwunsch für die Praktikantin, reife Leistung. Danke. Sag doch, wir sind ein gutes Team. Gut gemacht. Danke, dass du mir Rückendeckung gegeben hast. Ach, alles gut. Komm, wir gehen lieber schnell raus hier. Ey, ich kann nicht glauben, dass ich gerade echt dabei geholfen habe, einen Fall für die Polizei zu lösen. Das fühlt sich einfach so gut an. Und ich weiß zwar nicht, was Phils Kollegin für ein Problem mit mir hat, aber davon lass mich nicht kleinkriegen. Ey, heute war ein voller Erfolg bei meinem Praktikum, denn ich habe es geschafft, eine Prostituierte zum Reden zu bringen. Die hat sich mir anvertraut, weil die halt dachte, ich bin eine Kollegin von ihr, deswegen auch das Outfit. Und dann hat sie gesprochen und so konnten alle Ermittlungen eingeleitet werden. Also es war ein voller Erfolg, dank mir. Wow. Und du hast auch was davon, denn ich habe gehört, du bist Mechaniker, oder? Ja, kann man schon so sagen. Kannst du denn vielleicht auch mal unter meine Haube gucken? Denn ich glaube, ich bräuchte da ein bisschen Hilfe. Also der Tag war halt echt mega anstrengend. Mhm, glaube ich dir. Aber ich bin heute echt raus. Wir machen da weiter, wo wir heute Morgen aufgehört haben. Ja, das wäre schön, aber ich bin kaputt. Echt, ich kann nicht mal mehr. Arbeit. Ja. Ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, dass du dich da so reinhängst und ich hoffe, es macht einfach nur Spaß, ja? Also erstmal, du siehst mega sexy aus, Dankeschön. Ja? Also das würde ich nochmal sagen, daran liegt's nicht. Arbeit macht mega Spaß, Kollegen sind cool, alles ist top, aber wie gesagt, der Tag war... So ein Faden. Game over. Okay, ja, verstehe ich auch, dann lasse ich dich in Ruhe, aber ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich. Ich hoffe dich auch. Ich hasse es, Lina anzulügen, aber ich kann ihr ja schlecht sagen, dass der Job in der Werkstatt zum Kotzen ist. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.